Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück der Sonne. Mein Ein Opener ging heute ein bisschen in die Hose, soll aber nichts machen. Das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel und ihr müsst es lösen. Irgendwo hier Und tut Eddie. ja, ich höre unseren Hubert dudeln, aber was ist denn das los? Und ich kriege hier die ganze Zeit EP, das ist der absolute Wahnsinn, aber ich weiß nicht wieso. Okay, auf jeden Fall waren wir auf dem Weg nach Jacobstown. Ganz genau, und ich will ja eigentlich nur mal kurz. Das sieht schon interessant aus. Da müssen wir auf jeden Fall danach hin. Ja, auf jeden Das will Fall. ich mir angucken. Es gab ja in Fallout 3 schon so eine Art Oase. Ja, das ist eine Quest, das ist eine Vault und da müssen wir uns. Ach, du bist eine Quest. Deine Mutti. Ja, So, okay. ich glaube, du kommst nicht hoch. Da komme ich mit ein bisschen Goodwill vielleicht hoch. Glaube ich nicht. Ich glaube, du musst auf der anderen Seite von der Oase. Oder doch? Ja, siehst du? Ja, du hast dort hochgezeigt. Na, ja, na, ich meine aber hier so. Dort zum die Kurve rum so. Sowieso da So so. weißt du. Mich würde mal interessieren, wo unsere Begleiter sind, weil wir müssen ja mit dem guten Rex hier hin. Ja, ich komme hier hoch. Aber wahrscheinlich Ist die haben. Frage, muss ich das überhaupt? Schauen wir mal auf die Karte. Ja, muss ich. Ich könnte natürlich die Straße nehmen, aber vielleicht lasse ich das und suche die einfach mal. Die da wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen zu unserer Schande gestehen, es ist schon wieder eine neue Aufnahme. Wir haben ja im letzten Mal nur 6 Folgen geschafft. Sind aber diesmal, glaube ich, nicht ganz so verpeilt, weil es nicht ganz so lang her ist wie das letzte Mal. Nicht wahr, Robert? Ja. Super. Um was ging's? Ganz genau das habe ich gemeint. Wo sind unsere Begleiter? Da. Da. Wo ist Rex? Rex hatten wir, glaube ich, nicht mit, weil wir nicht wussten, ob wir Hugo zurückschicken können. Doch, ich glaube, den hatten wir irgendwie mitgenommen. Naja, wir werden es auf alle Fälle sehen. Also vorbereitet like a boss, sag ich wieder. Wie immer. Wie immer, genau. Ja, und in New Vegas waren wir jetzt schon, deswegen gehen wir da jetzt erstmal 50 Folgen lang wieder nicht mehr hin. Wir haben es zwar immer noch nicht bis auf den Strip geschafft, Nee, aber. bis jetzt immer noch nicht, das ist richtig. Andererseits. Was soll's? Ich meine, Strip, was gibt's denn da groß zu sehen? Ja. Eben. Ich würde auch nach So ein Las Vegas paar fliegen, blinkende um mir. Lichter, einfach mal lame. Ja, nee, ich würde auch nach Las Vegas fliegen, um mir dort die Vororte anzugucken, ne? Ja, auf jeden Fall. Flieger nach Wo Las rennst Vegas du buchen hin? und dann Mojave angucken. Ich nehme eine Abkürzung, Robert. Entspann dich. Ich sehe deine Abkürzung. Hubert rammt mich. Ja, das war eine Abkürzung. Das hätte ich nämlich hier unten lang gemusst. Da habe ich einen viel schöneren Oh. Ausblick auf. Auf nichts. Auf nichts. Und sonst hätte ich niemals diese. Verdammt, da ist ja gar nichts. Ich Diesen würde. Felsen gefunden! Ja, ich würde vorschlagen, du gehst jetzt einfach mal der Straße entlang hier. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde mich hüten, auf die Straße zu gehen. Was ist das da drüben? Sieht aus wie ein Blumendings-Mais-Zeug. Blumen? Was ist denn das? Eine Blähfliege? Nein, dort auf dem Hier Feld. summt was, ist das unser Hubert? Oh, ein Haus. Ein kunterbuntes Haus. Und Eine Blume. Blume! Eine Brockblume war das, oder? Ich glaube schon, Oder oder ein ein Kaktus. Kugelkaktus. Ein Kugelka. Kugelkaktus. Ich hab's genau gewusst, von Anfang an war das erste, was ich gesagt habe. Ach ja. Genau. Und wir sind wieder motiviert. Was ist denn das los? Wen schießen die? Oh, mal echte Gegner. Ist das die Legion? Ja. Das ist die Legion. Und die verliert gleich ihren Kopf. Gleich. Nochmal gleich. Also ganz gleich. Also, warte mal, also, Also du jetzt. hast ja. Vergeltung jetzt nicht, die Legion verliert nämlich gleich den Kopf. Und zwar jetzt gleich, Nimm mal eine andere Waffe. ja, nichts für ungut, die Waffe taugt ja mal überhaupt nicht. Nicht nachladen. Ja, ich Genau. denke, das ist die richtige Entscheidung. Jawohl, das wollte ich haben. Sagt nichts, bitte. Komm, Hubert, das war jetzt echt lächerlich. Den hätte ich auch alleine gekriegt. Da hat Satelliten am Bauch. Och nee, ist ein Teller. Was? Teller? Also guckst du da mal an. Das ist die mittlere von jetzt der rechte von den dreien. Satelliten am Bauch. Ach nein, es sind Teller. Na, hier guckst du an. Das sah von Weitem Das aus wie sind Satelliten. Topfdeckel. Ja, komm, hör auf. Mensch. Ich war von deinen Schussskills abgelenkt. Die waren nämlich so schlecht. Kann nicht sein. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber. Auf jeden Fall haben die ja jede Menge Zeug dabei. Richtig. Splitterminen, die können wir uns mal noch mitnehmen. Ein Gegengift, das halte ich für gar nicht mal so unpraktisch. Wurfsperre, damit kommen wir, glaube ich, nicht weit. So, und jetzt mal zusammenreißen und mir nach. Ganz genau.
Nicht gegen den Steinbuhn, ja. Die so müssen aber auch gleich immer Stunk anfangen, ha? Ja, das ist man echt hätte krass. Doch mal mit denen reden können. Aber ich glaube, dadurch, dass es... merken. Dadurch, dass es die Legion war, ist Boon ein kleines bisschen in Rage gegangen. Was ist denn das? Eine Blähfliege? Oh, ich glaube, das wird nix. Da triffst du ja Eddie. Selbst wenn. Ah! Aber ich finde, die habe ich getroffen. Ja, kritischer Schleichangriff auf Casador-Rumpf. Ein Casador. Ich habe den Rumpf vergrübbelt und jetzt ist er. In your face! Ja, ich brauche ein bisschen Einspielzeit. Es ist die erste Folge nach einer kurzen Aufnahmepause von ein paar Wochen. Von einer Woche. Von einer Woche wirklich? Ja, letzte Woche. Oh, na, das erklärt natürlich, warum ich noch so fresh bin. So fresh. So fresh und so tight, so weißt fresh du? Wie Pfefferminz. Das sieht mir aus wie ein Kreuz. Eine Kirche. Ein Anhängerunterschlupf. Ja, Schlüsselanhänger. Die Anhänger, okay. Sind die uns noch wohlgesonnen? Ja, super, fordert Schlüssel. Das hat sich ja echt gelohnt, hier hinzugehen. Aber da ist ein Grab. Und was wir kennen wir von Gräbern? Richtig, wir können sie ausheben. Und vielleicht finden wir da ja den Schlüssel. Ich hab doch... Haben wir die irgendjemandem gegeben? Hast du irgendjemand in der Hand gedrückt? Ich glaube, du hast sie gegeben. Soll mir recht sein. Und gib die Schaufel her. Nee, ich glaube, Eddie hat sie. Aber guck mir erst mal. Was weißt du schon? U-R-S. Schade. Sag ich doch. Eddie hat die. Eddie? Du siehst aus, als hättest du eine Schaufel versteckt. Müssen wir mal wieder ein bisschen Stuff loswerden. Ich will ja nichts sagen. Hä, wir hatten die Schaufel. Aber was haben wir mit der Schaufel gemacht? Habe ich die Rex gegeben? Wo die ist Rex? Wir haben den nicht mitgenommen. Hatten wir denn... Da war sie doch. Was, wo? Da hatte doch gerade... Guck nochmal runter. Wie? Nein, dort in dem Menü. Ich habe doch da gerade irgendwas mit Schaufel gesehen. Ja, wo denn? Doch, nee. Gleich unter S wie Schippe. Nee, die hieß direkt Schaufel, da bin ich mir ziemlich sicher. Osama, was ist denn das los? Boon, jetzt mal ohne, Witz, rück die raus. Ich kann darüber nicht lachen. Ja. Nee? Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was wir mit unserer Schaufel gemacht haben... Du guckst auch bei dir, du Idiot. Ei. Da ist sie nämlich. Ja, das können wir natürlich so einiges erklären. Im Übrigen hatte sie Boon. Soll mir recht sein. So, jetzt gebe ich Boon aber mal ein bisschen was zurück, weil wir nämlich zu überladen sind. Und was wäre für Boon besser geeignet als Sprengstoff? Und was wäre für Boon besser geeignet als... Das Dienstgewehr, das war lame. Das Dienstgewehr. So, und jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Und so. Können gucken... Oh, 9mm Patrone. Oh, Korken, tolle Wurst. Ich möchte den Schlüssel haben. Wie kommst du von oben rein? Das wage ich zu bezweifeln, das sieht sehr stabil aus hier, diese Bauten. Hm. Das C4. Ist, das ist Kruppstahlwellblech. Kruppstahl. Da kommst du so einfach nicht durch, mein Freund. Da musst du schon ein bisschen härtere Geschütze auffahren. So, hier hinten ist auch nichts mehr hinter einem Stein. Na gut, dann waren wir mal hier, haben uns die schöne Baracke angeguckt. Und gehen dann mal wieder, denn da gibt es vielleicht so müssen wir ja nochmal eine Quest hierher. Ja, der liebe Robert, der hat gerade das Plasmaspenden nicht so gut vertragen. Der hat ein bisschen von seinem Wortschatz mitgespendet. Ja, andere Leute wollen da halt auch von meinen Ergüssen teilhaben. Von deinen Ergüssen, ja, genau das meine ich. Okay, dann springen wir mal herunter und gucken, wie Eddie und Boon damit umgehen. Wow! Ja, Eddie durfte es eigentlich nicht ausmachen, weil er kann ja Eddie fliegen. Nicht, aber Boon, der hat Eier, das muss ich sagen. Also, das ist krass. Eine Yucca-Banane, gib ihn! Oh, da war er gleich Samtstiel mitgenommen, ha? Ja, klar, das ganze Ding. Wird nichts vergeudet hier. Sieht ja auch interessant aus. Ja, das sieht ja alles interessant aus und das nervt mich fast schon wieder ein bisschen, weil ich nämlich überall hingehen möchte. So scheiß! Alles interessant! Das ist alles so unfassbar spannend und jetzt gehe ich doch auf der Straße. Oh Mann. Ja? Also an meiner Konsequenz arbeite ich noch. Warte, wenn ich jetzt hier drüber gehe. So. Ich meide die Straße. Hm. Nein, nicht wegbacken. Unsichtbare Mauer. So, grün, aber nichts zu mitnehmen. Nee, nichts zu mitnehmen. Wir brauchen noch eine Axt, Frame dann kannst du auch noch Bäume rausreißen. Genau, dann machen wir uns Holz, setzen uns schön ans Lagerfeuer und grillen uns eine Kuh. Ja, ist auch deine Straße zu Ende. Ich wusste schon, dass sowas kommt. Lol.
Und hier vorne sind Freunde. Ist das denn? Was, Freunde? Oh, da packe ich mal lieber die Waffe weg, denn ich will ja keinen Stunk anzetteln. Das habe ich in den letzten Folgen zur Genüge getan. Ja, hat er. Kann ich bezeugen. Und wo sind wir denn hier? Auf der Nevada. Auf der 157. Jawohl, da wollte ich schon immer mal hin. Das ist ein Lebenstraum, der gerade in Erfüllung geht. Irgendwo, nirgendwo. Nein, in Nevada, Robert. Stand doch drunter. Kannst du nicht lesen. Na, Yucca-Banane. Und was bist du denn? Ich komm gleich, ich muss erstmal die Banane holen. Das ist ein Großhorn, oder? Das kann gut sein. Ja. Das ist ein Ausgewachsenes. Ah, da hinten ist eine Tür. Ja, ja, stress mich nicht, ich muss die Banane holen, Robert. Oh, Alter. Oh, da ist noch eine Banane. Da oben liegt Schnee. Ja, das sieht aus wie zwei Kamelhöcker. Das sind noch mehr Großhorn. Das hat ja allgemein so ein bisschen was von einer... Jetzt geh erstmal dahinter und guck mal in die Tür rein. Von einer leicht bergigen Gegend. Ja, halt die Fresse, geh in die Tür rein. Jawohl, mein Lieber. Du, deine leichtbergige Gegend. Nachdem ich die Banane mitgenommen habe. Da links war noch eine. Ja, ja. Du und deine Bananen, Robert. Kriegst den Hals nicht voll von dem Zeug. Ja. Zack, und da ist auch. Super, ich bin glücklich wie ein Schnitzel. Jetzt ist die Tür weg. Nein, die Tür ist hier vor hinter. Hinter. Ruby Hillmine. Großhorn Bulle. Hässlich. Ja. Noch hässlicher. Hi. Jetzt gehen wir in die... So, ein Quick Save, das müssen wir uns wieder angewöhen. Ruby Hillmine. Oh ja, das klingt nach einem Heidenspaß. Da will ich unbedingt rein und das ist auch definitiv das, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall. Wir lassen uns ja hier... Wo ist denn das? Das ist ein Meyer Lurk, wenn ich es... Oh nein. Nein, ein Lake Lurk. Dem ich gleich mal den Kopf weggepuh. Also ich bin sehr froh, dass wir unsere Begleiter haben, denn ich glaube, die helfen uns ungemein gegen diese Viecher. Gegen alle Viecher natürlich, aber diese Meyer Lurks, die mochte ich schon in Fallout 3 nicht so richtig. Oder Lake Lurk? Oder Lake Lurk. Ich weiß es nicht, wenn ich die nennen soll, aber nennen wir sie einfach. Aber bis jetzt haben wir so eine Lurks noch nicht hier in Fallout New Vegas getroffen. Nee, das ist richtig. Diese Meyer Lurks sind allerdings auch primär, ich sag mal, Wassermutanten. Stimmt, denn hier haben wir ja noch nicht so viel Wasser in der Wüste gefunden, ne? Richtig, Wüste ist ein seltenes Gut im Wasser. Das war mathematisch gesehen nicht falsch, aber ich wollte natürlich sagen, Wasser ist ein seltenes Gut in der Wüste. Und ja, wir können eigentlich mal ein bisschen raus, Licht machen. Oh ja, das bringt auf jeden Fall viel. Er leuchtet doch nur alles. Na, ist doch schön. Zwar cool. Sie an, eine XXX-Kiste mit Dynamit. Na, da Haarklammer. Plasmagranate. Die Plasmagranate, die nehmen wir mal mit. Und was haben wir hier unten noch? Brandgranate, Klebeband, Kippen, naja, ich will es mir nicht in das Inventar mit Granaten zoomen, weil wir die eigentlich A, nie nutzen. Dann können wir sie mal verkaufen. Ja, das ist richtig, aber die brauchen halt alle einen Pfund, also die wiegen alle einen Pfund. Oh ja, das ist genau das, was ich meine. Dann müssen wir mal ins Mickey Ross gehen und mal ein paar Granaten verkaufen. Oh, da steht da wieder der Pate. Und ich schieße natürlich... professionell gegen... Irgendwas hat mir getroffen, ich glaube, das war Eddie. Oh ja, das passiert, wenn du dich mit uns anlegst. Ganz genau, guck dir deinen Rücken an. Ist nicht so bequem, ha? Okay. Oh ja. Mal sehen, wo es uns hier jetzt hinführt. Es wird auf jeden Fall... Oh. Dann lass die mal lieber hier. Mach einfach mal einen Quicksave, ob ich das überhaupt schaffe. Ich will die unten hier lassen, wenn ich ehrlich bin. Die können ruhig ein bisschen schwimmen, das schadet denen überhaupt nicht. Hey, lass mich erst raus. Ah! Okay, warte, wo war denn hier unser Stimpack? 7, glaube ich. Brauche ich denn einen? Ich weiß es nicht. Ich wollte denn, ich habe die Meyer Lurks zurzeit ganz gut im Griff, würde ich behaupten. Deine Begleiter haben noch Probleme, aus dem Wasser zu kommen. Ja, lass die mal baden. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass die Wasser sehen. Ja, tat's weh, hä? Tat's weh? Siehst scheiße aus, Mann. Komm, dreh dich um, ich will dir ins Gesicht schießen. Nein, nein, was suchst du denn? Hunde, komm her! Hast du noch was? Jetzt müsste ich ihm doch in den Arsch schießen, das ist natürlich nicht die feine englische Eddie Hand. Hat's geschafft. Ich möchte mich allerdings da unten noch ein klein wenig umgucken, denn ich bin kein Freund von so Durchhetzen. Mal sehen, wo Boon hängt. Was haben wir denn hier liegen? Braucht jemand ein Fleischstückchen? Nicht, dass er noch irgendwo im Wasser rumbackt. Boon, was ist denn? Sterben kann er ja nicht. Das ist schon mal gut. Ja, aber wäre auch blöd, wenn man am Grund des Sees in Ohnmacht fällt. Ja, puh,
Wäre echt ein bisschen doof gelaufen. Also ich glaube, die Sprengstoffkisten, da können wir uns EP holen. Ich hätte ja so gern mal wieder einen Stufenaufstieg. Du kriegst gar nicht. Doch, einen Stufenaufstieg. So, das hat sich... nicht gelohnt. Zumindest für die EP gelohnt. Jetzt tu mal Eddie hier oben stehen lassen und tauch mal kurz, ob Boon hier irgendwo rum ist. Eddie, warten. So, Boon Afternoon. Da ist er doch. Mensch, du bist ja ein richtiger Schwimmweltmeister. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ach, da drüben. Na, das ist ja, das wäre zu leicht. Nein, das ist zu cool für mich. Aber ich mach's trotzdem. Hier unten irgendwo was? Huch. Lass mich mal lunsen. Es sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier... Auf jeden Fall geht's noch ewig weiter, ha? Sonderlich viel Stuff für uns zu holen. Keine Sorge, Robert. Ich habe alles unter Kontrolle. So, Boon. Irgendwo darf er jetzt wieder rumschwimmen. Ist nicht dein Ernst, Boon. Wo macht denn der hin? Hör mal zu, Boon. Ich hab dich eigentlich ganz gern. Ich halte dich auch für halbwegs intelligent. Tatsächlich. So, komm. Put, tauchen. Tauchen. Ja, folge er mir. Er will wahrscheinlich hier irgendwie außen rum gehen. Sag mal, Boon. Ah, da. Komm, put. Put. Er will außen rum gehen. Es ist mir scheißegal, was der machen will. Wahrscheinlich gibt es noch einen anderen Weg rein. Wir nehmen jetzt einfach mal nur Eddie mit. Boon wird schon irgendwo wieder auftauchen. Dann soll er doch hier schwimmen, wenn es ihm so viel Spaß macht, Mensch. Wenn er als Meyerlurk wieder rauskommt, war es nicht meine Schuld. Nein. Als Lakelurk. Ich entschuldige mich für meinen nicht zu verzeihen. Ja, Fehler. Und ob uns aber Boon wiederfindet, werden wir, denke ich, erst in der nächsten Folge erfahren. Genau, und was es hier drin außer wieder. Den Lurks noch gibt? Da sind wir, Hä? Ja, hier oben sind wir reingekommen. Ah, okay. Wie es jetzt weitergeht und warum Boon so ein erschreckend rotes Auge hat, erfahren wir in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Bis dann.